Okay, geht's wieder? Ja, okay, ich bin wieder live in Shanda, da kann ich wieder weitermachen. Also, im islamischen, nach dem islamischen Recht, liebe Geschwister, was jetzt die Erziehung angeht und wer das Sorgerecht bekommt, so gibt es ehrlich gesagt Nummer eins, erstmal das Gesetz, dass wenn beide geeignet sind, Vater und Mutter beide für die Erziehung der Kinder geeignet sind. In dem Fall hat auf jeden Fall das Anrecht des Sorgerechts die Mutter und nicht der Vater. Die Mutter, und das ist eine, fast ein, ja, nee, fast ein Ijma, ein Konsens unter den Gelehrten. Ja? Wegen der authentischen Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja? Als diese Sahabiya kam und der Mann, er wollte die Kinder nehmen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, du hast mehr Anrecht auf sie, solange du nicht heiratest. So ist ja nie die allergrößte, stärkste Meinung, liebe Geschwister, wenn man nicht sogar sagen kann, ein Konsens, aber ich sage, das ist die allerstärkste und größte Meinung der Gelehrten, dass in den ersten 7 Jahren, dass die ersten 7 Jahre, wenn beide geeignet sind für die Erziehung der Kinder, die Mutter das Recht hat auf die Erziehung, nicht der Vater. Ja, wenn beide geeignet sind. Solange sie nicht heiratet. Ja, solange sie nicht heiratet. Wenn sie heiraten sollte, liebe Geschwister, wenn die Frau aber heiraten sollte, so hat nach dem Hadith normalerweise der Mann eher Anrecht als sie, aber nur dann, wenn er auch geeignet ist. Und trotzdem sagen Gelehrte oder viele Gelehrte, es ist besser, wenn sie bei der Mutter bleiben. Ja, es ist besser, wenn sie bei der Mutter bleiben, wenn die Mutter einen Mann heiratet und entweder als Schart, als Bedingung macht, dass der Mann mit den Kindern gut umgeht, ja, und versucht, so wie der Vater für sie zu sein, was er natürlich nicht machen kann, weil wieder einen Anruf bekommen, aber ich bin nicht rausgeflogen, Alhamdulillah. Ja, was habe ich gerade gesagt? Ja, also es gibt trotzdem die Meinung der Gelehrten, dass es besser wäre, wenn sie bei der Mutter bleiben, auch wenn sie heiratet, dass es besser ist. Ich sage ja trotzdem, ja, weil der Hadith ist deutlich in diesem Zusammenhang. Ja, er sagte zu ihr, zu der Sahabiya, du hast mehr Anrecht auf die Kinder, ma lam tankihi. Du hast mehr Anrecht auf die Kinder, solange du nicht heiratest. Sobald du heiratest, hat er Anrecht darauf. Aber trotzdem sagen die Gelehrten, dass wenn die Frau bei dem neuen Mann, den sie heiratet, als Bedingung macht oder als ohne Bedingung, der Mann von sich aus freiwillig gerne sehr gut zu den Kindern sein möchte und sie versucht zu behandeln, als wären es seine, mit Barmherzigkeit, mit Milde und Großzügigkeit etc., dass es trotzdem vielleicht besser ist, dass sie bei der Frau bleiben. Natürlich mit der Bedingung, dass sie dafür geeignet ist. Und geeignet bedeutet hier geeignet reif, also Reife, geeignet Akhlaq, ja, dass sie Charakter hat, dass sie Islam hat und praktizierend ist, ja. Und dass sie nicht jemand ist, der die Rechte der Kinder ja, oder auf die Rechte der Kinder mit seinen Füßen tretet. Oder dass er ihnen ihre Rechte nicht gibt. Ihre Rechte auch islamisch gesehen. Ja? Ihre Rechte im Allgemeinen. Auf gute Erziehung, auf gute Behandlung. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Aber trotzdem, wenn sie heiraten würde, darf der Mann die Kinder nehmen, wenn er sie nehmen will und wenn er geeignet ist. Das muss man immer sehen, liebe Geschwister. Ja, weil das Sorgerecht im Allgemeinen, es ist immer gebunden an diese Sache, dass der Islam darauf schaut, wo sind die Kinder am besten aufgehoben.
Ja, der Islam schaut auf diese Sache. Und ist egal, was ich euch jetzt hier sage, liebe Geschwister, zu diesem Thema. Ich will euch nur ein paar Informationen nennen, dass man ein bisschen vielleicht das eine oder andere dazu lernt, was man nicht wusste, in diesem Zusammenhang des Sorgerechts, der Nafaqa, des Unterhalts, ja. Aber ganz ehrlich, diese Sachen, die werden im Islam, die werden bei Muslimen normalerweise vor Gericht ausgetragen, so wie sie auch in nicht-islamischen Ländern vor Gericht ausgetragen werden, ja. Und dort entscheidet letztendlich der Richter. Der Richter entscheidet, wer bekommt das Sorgerecht, Unterhalt, ja, nein, wie viel und so weiter und so fort. Und er kann dort auch ermessen mit dem, was ihm vorgelegt wird, was er sieht, wie die Frau redet, wie die Frau gekleidet ist, also die Mutter, sage ich mal, wie der Mann redet, was der Mann macht, was es dort an Beweisen vorgelegt wird, ja. Wenn dort dann Zeugen sind, die dann sagen, ja, aber der Vater ist zum Beispiel, die Frau hat geheiratet oder die Frau möchte heiraten beispielsweise, aber der Vater ist Alkoholiker und er ist spielsüchtig, ja, dann kann es sein, auch wenn die Frau geheiratet oder neu heiratet, dass der Mann trotzdem die Kinder nicht haben darf, weil er nicht geeignet ist für die Erziehung, weil er nicht in diesem Zustand ist, dass man ihm Kinder geben kann, weil er zum Beispiel nicht geeignet ist, weil er keine Zeit für sie hat, ja. Und das nicht organisieren kann und handeln kann. Weil er zum Beispiel, der ist selbstständig, der hat drei Firmen, der arbeitet 18 Stunden am Tag, verreist jeden Monat und verreist oder umreist die Welt andauernd und hat so viel zu tun und hat Stress und hat dies und hat jenes oder ist krank oder ist mental krank oder was auch immer. Es kann viele Gründe geben, warum dann Vater oder Mutter das Sorgerecht entzogen wird, scharan gesehen, vom Richter. Ja, weil er dort Sachen sieht und hört und weiß, die ich jetzt hier nicht behandeln kann natürlich und die wir jetzt auch nicht sehen können. Und das ist dann von Individuum zu Individuum verschieden. Jede einzelne Ehe oder Scheidung hat einen anderen Fall und hat einen anderen Vater und eine andere Mutter und einen anderen Zustand. Und deswegen, wie gesagt, wir können hier nicht einfach sagen, halal, haram, so, rechts, links und so ist es gemacht und fertig. Und man muss das so akzeptieren. Nein, diese Sache, das wird vor Gericht ausgetragen mit Beweis und Zeugen und vielem, ja, und das ist dann, und deswegen, man kann nicht einfach das, ich will euch nur hier mitteilen, wie das im Allgemeinen ungefähr passiert, ja, aber im einzelnen Fall, jeder von euch, muss dann jeder selber gucken, wenn er, möge Allah bewahren, aber wenn man in diesen Problemen lebt, dass man wenigstens ein bisschen Wissen darüber hat, über diese Angelegenheit. Und am Ende des Tages kann es auch sein, dass dir hier zum Beispiel du heiratest neu, aber du hast halt vom Gericht, ja, vom Gericht das Sorgerecht, das alleinige Sorgerecht bekommen, als Mutter, sagen wir mal, beispielsweise. Islamisch gesehen, ja, ist der Vater aber dann berechtigt, die Kinder zu nehmen, wenn er geeignet ist. Sagen wir mal, er ist geeignet, du musst ihm ja trotzdem nicht geben, weil du lebst in Deutschland. Ja, du lebst in Deutschland, du hast das alleinige Sorgerecht vom Staat bekommen. In dem Staat funktioniert der Islam nicht als Gesetzgebung, ja, oder fungiert nicht der Islam als Gesetzgebung, Koran und Sunna. Deswegen kann dein Mann eigentlich nichts machen, außer dass er am Tage der Auferstehung von dir sein Recht zurück möchte, was du ihm genommen hast quasi. Ja, Barakallahu fikum, ich habe ja gesagt, dass ich nicht Fragen beantwortet, Jazakumullahu khairan, und ehrlich gesagt, und auch wenn sie zum Thema passen, ehrlich gesagt, weil das Problem ist, wenn man jetzt dann andauernd Fragen stellt, ich das immer lese, dann komme ich wieder raus aus dem Thema, dann weiß ich mehr, wo ich stehen geblieben bin, und manchmal sehe ich dann auf diesem einen Handy Facebook, dann gucke ich auf das andere Handy, ab und zu mal gucke ich nicht so viel drauf, aber Instagram, und da schreibt da einer eine Frage und da eine Frage, ich komme durcheinander, ehrlich gesagt, deswegen, ich möchte gar nicht dazu kommen. Und ehrlich gesagt ist es ja auch so, dass ich über das Thema gerade rede. Und wenn man Fragen dazu stellt, vielleicht komme ich ja gleich dazu. Ja, aber ich habe ja sowieso gesagt, ich rede über Unterhalt und Barakallahu fikum und Jazakumullahu khairan. Und was habe ich auch gesagt? Unterhalt und Sorgerecht. Ja, ich bin ja gerade noch beim Sorgerecht, komme gleich zum Unterhalt. Und deswegen Barakallahu fikum versucht, also bei mir, ganz ehrlich, ich mag das nicht. Ich habe das schon oft gesagt, ich mag das nicht. Kommentare schreiben mag ich nicht. Und wir reden gleich über Kommentare. Aber ich kann natürlich nicht sehen, ihr seid freie Menschen, macht was ihr wollt, inshallah. Und Jazakumullah khairan. Ja. Wo war ich eigentlich stehen geblieben?
Hätte ich vergessen. Genau, dir kann eventuell Recht gegeben werden, obwohl du islamisch gesehen nicht das Recht dazu hast. Das alleinige Sorgerecht zum Beispiel. Ja, aber islamisch gesehen, wenn dem nichts entgegenspricht, ja, dass der Vater zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt Alkoholiker ist oder pädophil ist oder möge Allah bewahren, aber nur als Beispiel, wenn er nicht, ja, dann kann es sein, dass er sich sein Hak am Tage der Auferstehung holt, weil du ungerecht warst. Ja, du hast ihm zum Beispiel die Kinder nicht sehen lassen, obwohl er auch praktizierend ist, in Ordnung ist, ihr habt euch nicht verstanden, okay, aber das ist ja trotzdem sein Recht, dass er seine Kinder sieht. Ja, und deswegen, liebe ich, ist es wichtig, dass man diese Sachen, dass man da aufpasst. Dass man nicht einfach sagt, ja, okay, mir ist egal, mir, das Gericht hat so und so. Natürlich, wenn das Gericht das gemacht hat, dann kannst du danach handeln, weil da kann dir ja keiner was sagen. Aber glaub nicht als Muslima oder als Muslim, darfst du nicht einfach glauben, okay, khalas, dann bin ich im Reinen mit Allah auch. Ja, du bist im Reinen mit dem Gesetz in Deutschland, hast du alles richtig gemacht. Aber es kann sein, dass du am Tage der Auferstehung Ungerechtigkeit gemacht hast, ja, deinem Ex-Mann gegenüber oder deiner Ex-Frau gegenüber. Und dann musst du zahlen. Ja, dann musst du zahlen mit deinen guten Taten, die du gemacht hast, mit deinen Gebeten, mit deinem Fasten, mit deinen Spenden, mit deiner Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala, mit deinem guten Benehmen. Mit diesen Sachen wirst du deine Rechnungen begleichen müssen. Möge Allah uns davor bewahren. Inshallah. Also auf jeden Fall, liebe Geschwister, das dazu. Also ich hoffe, inshallah, ihr habt das so verstanden. Das ist im Allgemeinen so. Ja, das ist alles unter dem siebten Lebensjahr. Ja, bis zum siebten Lebensjahr. Jazakumullahu khairan. Bis zum siebten Lebensjahr sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du hast mehr Anrecht auf die Kinder, auf die Erziehung der Kinder, auf das Sorgerecht. Solange du nicht heiratest. Dieser Hadith zeigt aber was, liebe Geschwister? Er zeigt, dass beide Anrechte haben. Anti-ahaq, du hast mehr Anrecht auf die Kinder, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser Sahabia. Ja, er sagte, du hast mehr Anrecht. Dieser Hadith, dieser Wortlaut bedeutet, dass der Ehemann auch Anrecht hat. Ja, der Vater hat auch Anrecht auf die Kinder, auf das Sorgerecht. Ja, er sagte, du hast mehr Anrecht auf sie. Nicht nur du hast das Recht und er hat gar kein Recht. Ja, dass man das auch richtig versteht. Man darf manchmal diese Hadithe, man muss sie richtig auch verstehen. Und deswegen ist es so, dass beide eigentlich Anrecht auf die Kinder haben. Es sind ja die Kinder von beiden. Und deswegen sollte man auch als Elternteil, wenn man sich scheiden lässt, soll man mit Barmherzigkeit und mit Islam auch in diese Scheidung gehen. Ja, Scheidung ist ja, wir haben letztens darüber geredet, es ist eine Möglichkeit. Es ist manchmal halal, es ist manchmal Pflicht, es ist manchmal verboten. Ja. Es ist vom Islam, sich scheiden zu lassen. Es ist keine Schande, sich scheiden zu lassen. Und eine geschiedene Frau ist nicht weniger wert als eine nicht geschiedene Frau oder als eine Jungfrau im Islam. Nie und nimmer. Ja? Und die besten Frauen dieser Umma, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha und ihre Tochter Fatima, und ihre Tochter, und Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die erste Frau von ihm, war eine Mutallaqa, war auch eine Frau, die geschieden war, ja. Und deswegen ist nichts dabei. Aber was wichtig ist, liebe Geschwister, Allahumma sallam. Am liebsten würde ich echt diese ganzen Kommentare einfach. Einen Moment, ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Aber bei Instagram weiß ich gar nicht, wie das geht. Ich sage das immer wieder, dass ich es das nicht mag. Und ich würde ja auch nichts dagegen sagen, wenn immer neue Leute dazu kämen und das gar nicht wissen. Aber es sind ja oft, ich sehe ja nur die Namen von denen, also von den Leuten, die kommentieren, sehe ich ja zumindest die Namen. Und da sehe ich ja immer, dass sie schreiben. Und ich habe es so oft und so oft wiederholt, dass ich es nicht mag, dass man Kommentare schreibt, dass man Fragen schreibt, dass man diskutiert und so. Aber man macht das immer, ja. Ich komme immer da, also bei Instagram, ich weiß nicht, wie man das bei Instagram wegschaltet, dass man es das nicht sieht zumindest.
Aber ich habe jetzt, ach, ich habe komplett vergessen, was ich gerade sagen wollte oder wo ich gerade mitten im Satz drin war, weil ich irgendetwas gesehen habe, irgendjemand beleidigt, der andere antwortet darauf. Allahu musta'an. Drück auf die drei Punkte. Welche drei Punkte? Ach so, hier. Drei Punkte. Kommentarfunktion ausschalten. Hey, super. Also ich weiß nicht, ob das bei Instagram jetzt nur so ist, dass ich die jetzt nicht sehe. Oder ob die jetzt wirklich komplett, dass keiner kommentieren kann. Das wäre echt ja mein Wunsch. Ne? Wenn man Kommentarfeld komplett, also bei Facebook geht das ja nicht, ich kann ja nur wegwischen, dann kann ich sie nicht sehen. Aber jeder kann kommentieren. Aber wenn man sie, wenn man es komplett wie sagt man, wenn man das komplett verbieten dürfte, boah, ich würde das sofort machen. Sofort machen. Ich mag das überhaupt gar nicht. Es ist weder gut für mich noch gut für euch. Ich finde sowieso kommentieren. Wir reden gleich über kommentieren. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Barakallahu fikum. Ja. Aber wie gesagt, ich hab eigentlich schon vorhin gesagt, ja, ich mag das nicht und ich wundere mich, dass die Leute, die mir eigentlich, sage ich mal, sehr, sehr oft zuhören, wo ich immer wieder die Namen sehe, dass sie trotzdem das so oft von mir gehört haben, dass ich es nicht mag. Kommentare, Fragen, Antworten, diskutieren. Aber trotzdem, die machen es einfach immer wieder, ja. Aber gut, inshallah, ich bin nicht hier. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ich bin nicht ich habe nicht die Erlaubnis, euch etwas zu verbieten, quasi. Ala kulli hal, ich habe vergessen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen. Also auf Instagram sehe ich jetzt keine Kommentare, was eigentlich mal schon sehr gut ist so. Was habe ich nochmal gesagt? Wo war ich überhaupt? Machen wir es da. Da waren jetzt die Stückchen vom Ingwer. Allah muss sein, oder ich habe echt komplett vergessen. Also, ich hatte geredet über. Egal, ich mache einfach weiter mit dem Thema, okay? Ja, ich habe über Scheidung gesprochen. Ja, dass man, genau, dass wenn man sich scheiden lässt, ich glaube, ich war dort, wenn man sich scheiden lässt, dass man trotzdem versucht, islamisch sich scheiden zu lassen. Dass man trotzdem versucht, islamisch diese Sache mit der Kindererziehung, ja, mit dem Unterhalt, sei es mit dem Unterhalt, sei es mit dem Sorgerecht, ja, sei nicht ein Unmensch und sei kein Anti-Muslim, nur weil dir die deutsche Regierung oder wer auch immer, ja, nach dem Gesetzbuch von irgendwelchen anderen Menschen quasi, oder ja, wenn dir dort Rechte gegeben werden, oder egal wie es ist, oder wenn du die Möglichkeit hast, ja, versuch nicht diese Schlacht auszutragen, ja, und Rache zu üben und Rache zu üben und dem anderen einen auszuwischen auf dem Rücken der Kinder, ja, auf dem Rücken der eigenen Kinder. Und das machen leider viele Leute und das ist absolut nicht islamisch, absolut. Das ist kein Benehmen von Islam und das ist kein Islam. Ja? Auf den Rücken der Kinder eine Schlammschlacht und eine, ja, Rache zu üben und dem eins auszuwischen und eins reinzudrücken und ihn fertig zu machen. Warum? Weil er war schlecht zu dir, als ihr geheiratet habt, oder er hat dir das und das gemacht, oder sie hat, ja, als deine Ex-Frau hat so und so gemacht. Und aus dem Grund machst du ihr jetzt so und so, ja, auf den Rücken der Kinder und die Kinder damit zu quälen und das sind ja deine eigenen Kinder, subhanallah. Aber das machen sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viele Ehepaare, leider aus Jahl, aus Unwissenheit und aus Unbarmherzigkeit, wenn man es so sagen kann, ja, keine Barmherzigkeit, keine Gnade, kein Aql einfach, ja, kein Verstand, weil es sind deine eigenen Kinder, die darunter leiden quasi, subhanallah, dass man zum Beispiel als Mutter, wenn diese Kinder auch ihren Vater lieben, ja, dass man ihnen, nur weil man das alleinige Sorgerecht hat, dass man den Vater komplett den Kontakt verbietet. Obwohl man weiß, dass der Vater seine Kinder liebt. Ja? Okay, er hat sich mit dir nicht verstanden, man hat sich gestritten, man hat Hölle gelebt. Okay, Qadar Allahumma shaf'an ist passiert. Ja? So passiert das manchmal und so hat alles sehr Qadar von Allah, Azza wa Jalla, Schicksal, dass das manchmal so ist. Man hat einen Menschen kennengelernt,
Man kannte ihn nicht, ja. Man hat nur das Gute gesehen oder was auch immer. Man hat sich gut verstanden. Oder man hat sich am Anfang gut verstanden, aber ja, nach 10 Jahren, 20 Jahren, ein Mensch verändert sich. Und es, manchmal kann es das sein, dass man sich leicht verändert. Manchmal kann es das sein, dass Mutter, die Ehefrau verändert sich komplett in diese Richtung, ja. Und der Vater, ja, der Ehemann, komplett in die andere Richtung. Man lebt sich komplett auseinander. Und der eine ist vielleicht zum Beispiel sehr praktizierend, der andere überhaupt nicht, sehr, sehr schwach praktizierend oder. Und der eine hat ganz andere Interessen, der andere entwickelte im Laufe der Ehe ganz andere Interessen und Freunde und man hat einfach, man versteht sich einfach nicht, ja. Dann ist es halt so, dann ist auch kein Problem. Dafür ist auch die Scheidung da und halal, ja, nicht? Und dann kann man sich ja scheiden lassen und trennen. Aber wenn man Kinder zusammen auf die Welt gebracht hat, ja, dann darf man nicht dann in dem Augenblick dann nur an sich denken. Und das ist auch ehrlich gesagt keine Barmherzigkeit, keine seinen eigenen Kindern gegenüber, ja. Wenn zum Beispiel die Kinder, wenn er schlecht zu dir war, sagen wir mal jetzt du als Schwester, du hast dich scheiden lassen, du hast Kinder aus erster Ehe, dann sagen wir mal, du heiratest einen neuen Mann und du behältst die Kinder, ja, weil dein Mann nicht, dein Ex-Mann nicht imstande dazu ist oder nicht geeignet ist für diese islamische Erziehung und oder was auch immer, Allahu alam oder ja, viele andere Gründe. Andere Gründe. Aber der Vater liebt seine Kinder und vielleicht sogar seine Kinder lieben ihn und er hat sie eigentlich gut behandelt oder er würde sie gut behandeln, er will sie sehen, ihnen Geschenke machen, sie sehen einfach, ja, und du erlaubst es einfach nicht, einfach nur weil du mit ihm Stress hattest, nur weil du dich mit ihm nicht verstanden hattest und Probleme hattest, verbietest du diesen Kontakt zum Beispiel. Da kannst du schon extreme große Ungerechtigkeit machen, für die du zur Rechenschaft gezogen wirst bei Allah Azzawajal. Deswegen, man darf nicht einfach dann so, ja. Und es ist auch nicht ehrlich, weder von Verstand noch von Herz, dass man sowas macht, auch seinen Kindern gegenüber. Weil diese Kinder, die haben halt einen Vater. Und wenn sie, natürlich, wenn die Kinder vielleicht 10, 20 Jahre terrorisiert wurden, geschlagen wurden, gefoltert wurden, ja, gibt es manchmal so Leute, die sind so wie Psychopathen einfach, ja. Vater oder Mutter sind einfach so krank einfach und machen Sachen was weiß ich, Sachen, die, ja, sie wurden missbraucht oder sie wurden. Extrem, ja, die ganz, ganz schlimme Sachen. Ja, man muss auch da gucken. Es gibt ja Sachen, die Missbrauch heißen in manchen europäischen Ländern, wenn du nur dein Kind anschreist oder was weiß ich, ne, eine kleine Erziehungsklatscher gibt es auf den Po, sagen wir mal. Ja, dann bist du schon, da wirst du vom Gericht oder Jugendamt schon eingeladen oder wie auch immer. Was aber islamisch gesehen vielleicht, ich rede jetzt nicht über, ich will ja auch nicht über dieses Thema jetzt reden, aber was vielleicht islamisch gesehen gar nicht so ist. Und deswegen kann jetzt eine Frau nicht einfach sagen, ja, der hat die Kinder schon einmal geschlagen vor keine Ahnung wann. Einmal ist es passiert, dass das und das passiert ist und deswegen ist er schlecht gewesen und deswegen ist er eine Gefahr und sich einfach so Sachen, so einen Film machen, der gar nicht so ist. Ja? Ein Vater, egal ob man geschieden ist oder ist, im Normalfall, ein Vater liebt seine Kinder. Ja, wenn es kleine Kinder sind, im Normalfall, außer der ist, keine Ahnung, drogenabhängig oder sonst irgendwas. Sogar dann kann es sein, dass er seine Kinder liebt und zu ihnen gut ist, ja. Aber im Allgemeinen, ein Vater liebt seine Kinder und eine Mutter liebt ihre Kinder. Im Allgemeinen ist das so, in den meisten Fällen. Und deswegen soll man ja nicht diese Schlacht austragen auf den Rücken der Kinder. Ja, das ist überhaupt nicht islamisch und überhaupt nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Und das soll man als Muslim definitiv nicht machen, egal was das Gericht dir an Rechte gegeben hat. Und dann, liebe Geschwister, eine Sache, die ich auch unbedingt sagen wollte, ist, bei der Scheidung, beziehungsweise bei dem Sorgerecht, das islamische Gericht im Allgemeinen schaut am meisten auf den Nutzen der Kinder und auf die Kinder und nicht auf die Eltern. Ja? Sie schauen, wo geht es den Kindern am besten? Wo sind die Kinder am besten aufgehoben? Ja, die Scharia guckt mehr darauf. Ja, die guckt mehr darauf. Sie guckt mehr darauf, wo geht es den Kindern gut? Wo werden sie gut erzogen? Wo hat man für sie Zeit, Liebe, Barmherzigkeit, auch Nafaqa, also ausgeben, für sie da sein, ihnen Islam beibringen, Koran beibringen, Benehmen beibringen, wo sie geschützt werden, etc. etc. alles, was zu einer Erziehung quasi dazugehört. Ja. Ja, wo wird es am wahrscheinlichsten sein, bei der Mutter oder bei dem Vater? Wo wird es den Kindern gut gehen? Ja? Und darauf guckt die Scharia mehr. Ja? So, wobei
Das ist mehr nach dem siebten Lebensjahr. In den ersten sieben Lebensjahren, wenn beide geeignet sind, definitiv die Mutter. Definitiv die Mutter. Solange sie nicht heiratet. Okay? Wenn das Kind dann das siebte Lebensjahr erreicht hat, okay? Wenn das Kind das siebte Lebensjahr erreicht hat, dann gibt es wiederum Meinungsverschiedenheiten, ja, zwischen den Gelehrten. Manche Gelehrte haben gesagt, man lässt die Kinder entscheiden. Ja, man lässt die Kinder entscheiden. Wenn beide geeignet sind wieder. Das ist immer ein sehr, sehr starker Punkt, worauf man schaut. Ja? Das heißt, es kann sein, dass die Kinder sagen, wir möchten gerne zum Vater. Ja, warum? Weil der Vater, der kauft den Handys, die dürfen machen, was sie wollen, die dürfen Party machen, die dürfen woanders schlafen, die dürfen gucken, was sie wollen, die dürfen Freunde haben, die dürfen Freundinnen haben, die dürfen einfach alles. Ja? Die dürfen, keine Ahnung, rauchen vielleicht, Zigaretten rauchen, sagen wir mal, die sind 10. Die dürfen einfach alles. Ja? Dann sagen vielleicht die Kinder, ey, ich will lieber bei meinem Vater bleiben, bei ihm ist es cooler. Ja, meine Mutter, die bei ihr ist das verboten und das verboten, die ist viel zu streng. Ja, die Scharia guckt natürlich auf diese Sache. Ja, also es gibt die Meinung, dass es danach, dass nach dem siebten Lebensjahr die Kinder entscheiden dürfen, weil sie dann Sin at-Tamyiz erreicht haben. Ja, at-Tamyiz im Arabischen, das arabische Wort at-Tamyiz bedeutet, dass jemand unterscheiden kann. Ja? Das heißt, ab dem siebten Lebensjahr können Kinder ja schon unterscheiden zwischen gut und schlecht, ja, gut und schlecht etc. Sie sind natürlich nicht reif, sie sind natürlich nicht, ja, natürlich nicht, aber sie können schon unterscheiden, ja, was gut und schlecht ist. Ja? Vom Gefühl her, von der Erziehung her etc. Ist es nicht so wie Leute, wie Kinder, natürlich, wenn sie 2, 3, 4 sind, die bei denen es ja, quasi. Auf jeden Fall, ala kulli hal, ab dem siebten Lebensjahr gibt es Meinungsverschiedenheiten. Eine Meinung der Gelehrten ist, die Kinder entscheiden. Die Kinder entscheiden, ihre Meinung ist gefragt. Ja? Trotzdem wird aber geschaut, ob derjenige, ob das, wofür sie sich entscheiden, ob diese Partei geeignet ist für die Erziehung. Ja? Quasi Barmherzigkeit, Erziehung, Charakter und Religion, Din und Aql, Verstand. Ja, wenn man dann zum Beispiel die Kinder entscheiden sich für die Mutter, aber die Mutter ist zum Beispiel, die hat nicht den normalen Verstand, die ist so, ja, die ist zum Beispiel psychisch krank, ja, sagen wir mal, die ist psychisch krank und das sieht ja auch, ja, was ist man, wann ist man psychisch krank? Wenn einer dann komplett durchdreht und er weiß nicht mehr, wer er ist oder er sagt, ich bin Jesus oder ich bin ein Auto oder so, das ist natürlich, da braucht man nicht darüber zu reden, die würde sowieso das Sorgerecht nicht kriegen, aber sagen wir mal, jemand ist. Ja, nee, so hat Aql, hat einen Verstand, aber nicht komplett. Ist ja nicht so, ist auf jeden Fall ja, mental schon, hat irgendwelche Störungen, irgendwelche psychische Probleme. Ja, sei es leichte Psychose, sage ich mal, eine leichte Psychose oder sowas ähnliches. Da muss man gucken. Oder zum Beispiel eben einer von den beiden Parteien hat keinen Dien. Hat keinen Dien. Der Vater betet nicht. Ja, der Vater betet nicht. Oder die Mutter betet gar nicht. Ja. Dann kann es sein, der Islam dann sagt, nein, 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 diese Person ist nicht geeignet. Ja? Du betest noch nicht einmal. Das ist ja eine fragwürdig, ob du überhaupt Muslim bist. Ja? Und deswegen, oder zum Beispiel, einer von denen macht sehr, sehr viele große Sünden. Sehr, sehr viele große Sünden und das hat einen Effekt auf die Kinder. Wie zum Beispiel der Vater ist beispielsweise drogensüchtig, alkoholsüchtig, spielsüchtig, ja. Solche Probleme hat der Vater oder die Mutter, ja. Alkoholproblem, also alkoholsüchtig, jeden Tag betrunken und so. Dann ist es so, dass selbst wenn die Kinder sich für einen entscheiden würden, dass der Richter sagen würde, nein, ja, diese Person ist nicht dafür geeignet und sie würden es dem anderen geben. Sagen wir mal, beide sind ja nicht geeignet. Es kann sein, dass die Kinder denen weggenommen werden. So wie auch, sagen wir mal, das Jugendamt in manchen Fällen Kindern die Kinder entzogen werden komplett von den Eltern, ja, weil sie, sagen wir mal, psychisch krank sind oder beide Alkohol und Drogen süchtig sind und dann vielleicht vergessen, den Kindern zu essen zu geben oder sonst irgendwas. Und das gehört ja nicht zum Islam und das muss natürlich dann ein Richter, ein islamischer Richter, dann entscheiden. Das dazu, inshallah. Aber das ist so halt auch, liebe Geschwister, Baraklaufing, wie gesagt, das kann man jetzt hier in Deutschland zum Beispiel oder jetzt bei euch in Deutschland oder in europäischen Ländern oft gar nicht
entscheiden, ja, weil es keine Scharia gibt, ja, kein islamisches Gesetz gibt, was diese Sachen entscheidet. Und deswegen am Ende des Tages wird man einfach, ja, wird es das Jugendamt diese Entscheidung treffen, aber du selbst als Muslim, du wirst dazu gerufen oder du bist dazu angehalten, ja, du bist dazu verpflichtet, sag ich mal, du bist dazu verpflichtet, dich trotzdem islamisch zu erkundigen. Wer hat das Recht auf die Kinder? Was ist das Beste für die Kinder? Und bei einem Scheich, bei einem Gelehrten, dass man sich Wissen holt über diese Sache und dass man versucht, mit dem Ex-Partner, ja, auf beste Art und Weise ja, dass man versucht, auf beste Art und Weise, das so auszutragen, dass die Kinder am wenigsten Schaden davon bekommen, ja, von dieser Scheidung, von dieser Trennung, am wenigsten Schaden bekommen, ja, und dass man das versucht, man muss keinen danach, nach der Scheidung, man muss sich nicht gut verstehen, man muss sich nicht treffen, um miteinander zu reden und zu diskutieren, muss man nicht. Ja, aber man kann sich als Mensch einfach mit dem anderen einigen, ja, für die Kinder, ja, ja, zu für die für das für die für das Wohl, für das Wohlergehen der Kinder kann man sich einfach barakallahu fikum, ja, einigen und miteinander reden ja, wie man das macht mit den Kindern. Und ehrlich gesagt, wenn man das islamisch macht, mit Verstand macht, kann das auch manchmal nützlich sein. Ja, nee, eine ganz, ganz klare Sache. Frauen zum Beispiel, Mütter, die Kinder haben, ja, jeden Tag 7 Tage die Woche, 12 Monate lang durch, 24/7, also jeden Tag, jede Nacht, die ganze Zeit die Kinder zu haben, keine Pause zu haben, ja, quasi, ist ja, natürlich ist es anstrengend. Für wen wäre das nicht anstrengend? Es wäre anstrengend. Deswegen wäre das natürlich eine kleine Auszeit, eine Pause quasi, wenn man sich mit dem Ehemann oder mit dem Ex-Ehemann, meine ich, einigt, dass er zum Beispiel die Kinder am Wochenende nimmt oder er sie 2 Tage nimmt in der Woche oder wie auch immer, dass man sich einigt, ja, dass sie mal bei ihm sind, bei ihr sind, so, dann haben beide was davon. Dann haben die Kinder, inshallah, ein bisschen Mutter, ein bisschen Vater und von beiden ein bisschen diese Erziehung, ein bisschen da. Von beiden, sag ich mal, diese Liebe, die sie brauchen und diese, ja, das ist ja einfach Vater und Mutter, am Ende des Tages ist es egal, was zwischen den Eltern war, ja, dann ist auch trotzdem diese Tarbiyah da, diese Erziehung von beiden, die auch dann natürlich verschieden sein wird und man hat selber vielleicht dann eine Zeit, in der man zum Beispiel dann lernen kann, arbeiten kann, Sport machen kann, sich ausruhen kann oder sonst irgendwas, ja, und am Ende des Tages können alle davon auch Nutzen ziehen. Natürlich ist es manchmal aber nicht der Fall. Manchmal ist es schlecht, weil der Ex-Ehepartner Katastrophe ist. Ja? Nicht betet, nicht fastet oder andere Sachen. Ein sehr, sehr schlimmer Zustand ist, ja? Wo man dann sagen kann, nee, es ist besser nicht, dass man die Kinder teilt. Das muss man dann wieder von Fall zu Fall dann entscheiden. Aber ich sage nur im Allgemeinen, wenn beide gut geeignet sind, wenn beide praktizieren sind mehr oder weniger. Ja, das wird auch immer ein Fall sein. Du kannst nicht einfach verlangen, ja, ich gebe die Kinder nur meinem Ex, ja, meinem Ex oder meiner Ex, sie hier top praktizieren ist und wenn sie das und das trägt und wenn sie das und das macht und so, kann man nicht so machen. Ja, sie sind ja dazu verpflichtet, den Islam genauso zu praktizieren wie du. Nicht jeder hat den gleichen Iman und den gleichen Glauben im Herzen. Einer mehr, einer weniger, ja. Natürlich, es gibt Stufen und wenn es absolute Katastrophe ist, dass derjenige den Kindern extrem schadet, ja, Schaden zufügt, dann ist es was anderes. Dann ist es ja islamisch gesehen, kann es auch so sein, dass du ihnen die Kinder gar nicht geben darfst. Ja, wie gesagt, wenn jemand solche Probleme hat, dann muss er natürlich zu einem Gelehrten gehen und dort Rat holen, weil das wiederum ein spezieller Fall ist und das ist auch wiederum nicht eine Sache, die man einfach so sagen kann, plausibel, nein, du hast so, der hat das Recht, du hast dies, du hast das, chalas, ja, das ist von Fall zu Fall verschieden, weil auch jeder Mensch verschieden ist und deswegen muss man auch dann die Sachen dann so einzeln oder individuell dann entscheiden. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Was ich auch sagen wollte, liebe Geschwister,
Das ist auch übrigens so eine Meinung, ja, dass die Kinder entscheiden dürfen. Ja, dass die Kinder entscheiden dürfen, selber ist nur eine Meinung. Ja, ist nur eine Meinung. Es gibt aber andere Meinungen, dass zum Beispiel trotzdem die Kinder bei der Mutter bleiben. Ja, ist auch eine Meinung. Oder dass sie einfach dem gegeben werden, der, ja, nee, wo die Kinder besser aufgehoben sind, ja, der geeigneter ist. Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen den Rechtsschulen, zwischen den Gelehrten im Allgemeinen. Aber wie gesagt, das war nur so ein bisschen, ja, nee, über dieses Thema Sorgerecht. Ja, dass man anscheinend versuchen sollte, gerecht zu handeln, dass man nicht versucht, das auszutragen auf den Kindern, auf den Rücken der Kinder und den Kindern damit zu schaden. Und dass man weiß, dass es einen Unterschied gibt vor den ersten 7 Leben oder in den ersten 7 Lebensjahren und danach. Ja. Und dass es gut ist, wenn man sich einfach einigt. Beispielsweise, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zu der Sahabiya, ja, du hast mehr Anrecht auf sie, solange du nicht heiratest. Auch wenn die Frau heiratet. Auch wenn die Frau heiratet in den ersten 7 Jahren. Ja, oder danach. Und sagen wir mal, sie hat das Anrecht darauf. Auf die Kinder. Und sie heiratet. Sie heiratet auch einen praktizierenden, normalen Muslim, sag ich mal, der versucht, gut zu den Kindern zu sein, etc. Aber der Mann, der Ex-Ehemann, ist praktizierender Muslim. Ja? Aber er hat keine Zeit. Ja? Wie ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, er ist selbstständig, er arbeitet sehr viel, er macht sehr viel, er ist um viel unterwegs. Er hat gar keine Zeit, sich richtig um die Kinder zu kümmern. Dann ist es manchmal trotzdem besser, dass sie bei der Mutter bleiben, auch wenn sie heiratet. Ja? Aber dann müsste man auch trotzdem mit ihm darüber reden. Ja, da muss man wirklich auch dann erwachsen genug sein und reif genug sein und versuchen, die ganzen Probleme, die man hatte vor der, in der Ehe, so quasi vor der Scheidung, dass man das versucht, komplett auszublenden. Chalas, nicht mehr diese Sachen rausholen. Ja, aber du hast so gemacht und du bist so und du warst so und du hast und du bist ein Lügner und du bist ein dies und du bist ein das. Lass mal diese Sache. Dass man komplett versucht, weil dann fängt man an, wieder zu diskutieren und zu streiten und wieder zurückzugehen in die Ehe. Aber man ist nicht mehr in der Ehe. Die Ehe ist vorbei und jetzt versucht man, das Wohlergehen der Kinder zu wahren. Ja, das ist das, was im Islam dann wichtig ist. Und deswegen sollte man dann mit Aql und mit Hikma, mit Weisheit und mit Weisheit und mit Wissen an die Sache ranzugehen. Nicht mehr versuchen, Probleme zu machen und zu streiten und zu diskutieren, sondern versuchen, mit Vernunft und mit Islam und mit Barmherzigkeit, ja, sei es auch nicht diesem Menschen gegenüber, weil man sich mit dem, nicht mehr verstanden hat, dann wenigstens Barmherzigkeit der Kinder gegenüber, ja. Und weil man es ja vor Allah subhanahu wa ta'ala austrägt, dieses Problem, dass man versucht, es gut auszutragen oder gut zu handeln, damit die Kinder keinen Schaden davon tragen, damit man sich dann vielleicht, dass man ein Ergebnis dann findet, was für beide dann quasi in Ordnung geht ja, dass man vielleicht mit dem Mann redet, guck mal, schaffst du das überhaupt? Könntest du das überhaupt handeln? Hast du überhaupt die Zeit dafür? Guck mal, du arbeitest 10 Stunden und so und so. Und wie willst du das machen? Wie willst du das handhaben und so? Ja, dass man auch sagt, guck mal, dass die Frau zum Beispiel dem Mann, dem Ex-Ehemann sagt, ich weiß das, wenn ich, ja, weil sie weiß ja, wie er der Mann tickt und sie weiß ja, was er weiß und sie weiß ja, was er verlangt. Vielleicht sagt ein Mann gar nicht, ich will die Kinder haben, ja, weil er weiß, er schafft das sowieso nicht, ja, da 3 Kinder zu groß zu ziehen als Mann und er will zum Beispiel gar nicht zu Hause mit denen rumhocken, nein, er will arbeiten, er will das machen, er will vielleicht auch heiraten und dies und jenes. Vielleicht will er gar nicht, okay, chalas, ja, aber wenn er das will und wenn er seine Rechte kennt, islamisch gesehen, ja, bevor du dann als Schwester am Tage der Auferstehung, als ungerechte Frau dort stehst und Frage und Antwort stehen musst und diese Ungerechtigkeit wieder ins Reine bringen musst, dann lieber klär das hier und rede mit ihm auf vernünftige Art und Weise und versuch das zu klären und vielleicht auch mit einem Scheich oder mit seinem Vater, deinem Vater, wie auch immer. Ja, mit gutem Benehmen und mit Akhlaq und mit Weisheit kommt man auf jeden Fall, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns beigebracht hat, ja, mit Milde kommst du auf jeden Fall weiter als mit Härte. Und deswegen versucht man das der Kinder wegen, zumindest wegen den Kindern oder ja, für das Wohlergehen der Kinder zumindest, versucht man es dann so gut auszutragen. Egal wie schlimm die Scheidung war, egal wie was für eine Scheidungsschlacht man hatte, ja, möge Allah bewahren. Aber so sollte man es machen. Und dann sollte man auch die Frau dem Ehemann sagen, schau mal, auch wenn ich jetzt heirate,
Du bist ja viel beschäftigt und so, und wir müssen trotzdem, egal wer es zwischen uns war, lass uns versuchen, bitte das Beste rauszuholen für das Wohlergehen unserer Kinder. Es ist trotzdem dein Kind, es ist trotzdem mein Kind, es sind trotzdem unsere Kinder, etc. Lass uns das so und so klären. Und guck mal, du bist sowieso viel unterwegs. Ich werde dir niemals, ja, ich möchte aber heiraten, weil ich kann nicht alleine bleiben, etc. und so. Und ich werde dir nicht natürlich verbieten, deine Kinder, wenn du deine Kinder sehen willst. Lass uns einen Tag ausmachen, wo du zum Beispiel frei hast, den Sonntag oder was auch immer. Oder wenn du das nicht festlegen kannst, dann lass uns, du sagst noch, ja, dann lass uns zum Beispiel, dann versuche ich das auch so, da versuchen wir es so zu handeln, dass du auch ohne, ja, geregelte Zeiten die Kinder immer ein, zwei Tage nehmen kannst oder was auch immer. Versuch das einfach zu klären. Ja? Bei jedem ist die Situation anders, aber so kommt man bestimmt eher weiter. Ja, dass man das im Guten austrägt und ohne zu, ja, versuch einfach in dem Augenblick, versuch alles, was du an Hekma hast, ja, alles, was du an Weisheit, alles, was du an Geduld, ja, aufbringen kannst, versuch das in dem Augenblick, in diesem Gespräch rauszuholen, ja, weil Streit, Diskussion, Hass, in diesem Augenblick ist das Schlechteste, was man machen kann, um das Wohlergehen der Kinder zu wahren, ja, und zu bewahren. Und deswegen ist das, inshallah, das ist mein Tipp, wie man das vielleicht am besten macht. Inshallah, Allahu ta'ala ala wa alam, und natürlich jeder Einzelne weiß selber, wie seine Situation ist und wie er da das machen muss. Und Allah weiß am besten, und sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Was ich noch sagen wollte, liebe Geschwister, zum Unterhalt ist, ja, nee, da will ich jetzt auch nicht viel darüber reden, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch nicht auf die Sache vorbereitet. Aber im Allgemeinen gibt es die Sache, liebe Geschwister, dass der Vater für das Unterhalt der Kinder zahlen muss. Ja, zahlen muss, islamisch gesehen, nach der Scheidung, muss der Vater sorgen für drei Sachen. Egal, ob die Kinder bei ihm selber leben oder die Kinder bei der Frau leben. Ja. Der Vater der Kinder ist dazu verpflichtet, zu zahlen für Essen und Trinken, für Kleidung, Nummer zwei für Kleidung und Nummer drei für ein Dach über den Kopf. Ja? Das ist eine Meinung von vielen Gelehrten, ja? Dass der Vater den Unterhalt zahlen muss, auch nach der Scheidung der Kinder und nach der Rida der Kinder. Zahlen muss für den Unterhalt seiner eigenen Kinder, die Kinder, die er erzeugt hat, auch nach der Scheidung, auch wenn die Kinder bei der Mutter leben, muss der Vater zahlen für Essen und Trinken, für Kleidung und für die Wohnung, wo sie le gelebt haben, oder für das Haus, ja, wo sie leben. Er ist dazu verpflichtet. Und wenn er es nicht macht oder nicht in der Lage dazu ist, nach der islamischen Scharia, müsste die Frau zu der Mahkama al-Sharia gehen, ja, die geht zu der Mahkama al-Sharia, zum islamischen Gericht, und sie klagt ein gegen ihn, gegen den Vater, gegen den Ex-Mann quasi, dass er nicht bereit ist zu zahlen, dass er keinen Unterhalt zahlt für seine eigenen Kinder. Und dann wird das Gericht dann, ja, nee, ihre Rechte bringen. Ja, und natürlich am Ende des Tages, sagen wir mal, er ist bitterarm, er lebt auf der Straße, er hat keinen Cent. Dann ist es wiederum eine andere Sache. Dann, wenn er nichts hat und man kann da nichts holen, dann muss der islamische Staat, das islamische Recht würde dann quasi dafür aufkommen, quasi wie, sagen wir mal, in Europa auch, in vielen Ländern, dass dann, wenn der Vater nicht zahlt oder nicht zahlen kann, dass dann das Jugendamt oder Sozialamt, ich weiß nicht genau, wer dann sowas zahlt, aber dass die Regierung dafür dann aufkommt. Und ehrlich gesagt ist es auch so, dass wenn der Vater nicht zahlt, die Mutter aber schon das, also dass die Mutter aber Unterhalt bekommt seitens der Regierung, ja, sie bekommt sowieso schon, sagen wir mal, Kindergeld oder Unterhalt. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich mit diesen Sachen überhaupt nicht aus, ob das was damit zu tun hat, oder ob das nicht zusammenhängend ist, Kindergeld, und was kriegen wir noch, was kann man noch kriegen? Kindergeld, Unterhaltsgeld oder so, ob diese Sachen voneinander getrennt sind oder zusammen sind, Allahu alam, keine Ahnung.
Aber sagen wir mal, die bekommt sowieso von der Regierung das Geld, sie bekommt Unterhalt bezahlt, dann ist das in Ordnung. Dann muss sie nicht extra, wenn die Regierung ihr Unterhalt bezahlt, dann muss sie nicht das von dem extra von dem Mann noch verlangen. Ja, Allahu a'lam, wonach da gehandelt wird oder gerichtet wird hier in europäischen Ländern, ob die dann schauen, wenn der Mann zum Beispiel arbeitslos ist oder kann nicht zahlen kann, zahlungsunfähig ist. Ob sie es dann zahlen einfach, dann ist es Sache, inshallah. Hauptsache die Mutter, die bekommt, ja, die bekommt diesen Unterhalt bezahlt. Kommt es vom Ehemann, vom Ex-Ehemann, vom Ex, Alhamdulillah, biha wa ni'mat. Wenn sie es nicht vom Ex-Mann bekommt, aber sie bekommt es von der Regierung, Alhamdulillah, dann ist die Sache auch erledigt. Warum? Weil sie hat das Geld bekommen für diese Kinder, für ein Dach über den Kopf, Essen und Trinken und Kleidung. Khalas, dann ist die Sache geklärt. Aber was ich noch sagen wollte, und natürlich gibt es in diesen Sachen auch, da muss man halt schauen, welche Rechtsschule etc., welche Meinung es gibt von den Gelehrten, manche sagen so, manche sagen so. Ja, da gibt es natürlich immer im Islam immer Meinungsverschiedenheiten in vielen der Fiqh-Angelegenheiten. Und aber eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, was ich auch noch unbedingt sagen wollte zu diesem Thema, ist, dass es wirklich sehr, sehr, sehr schade ist und dass es sehr von schlechtem Charakter, sehr, sehr schlechten Charakter beweist, dass es Geschwister gibt, dass es Väter gibt, ja, die manche sogar ja während der Ehe geizen und gierig sind, subhanallah, obwohl das Ausgeben für die eigene Familie, für die eigene Ehefrau, für die Kinder, dass das zu der besten Sadaqa gehört. Ja, ein Mann, der ausgibt für seine Frau und seine Kinder, Essen, Trinken, Wohnung und also ja und Kleidung und mehr als das, ja, auch mehr als die Pflicht, ja, nee. Du bist verpflichtet, nur Essen und Trinken, dass sie satt sind. Kleidung einmal für Winter, einmal für Sommer. Ja, die Pflichten im Islam, Allah hat dem Vater nicht so viel auferlegt, ja, weil nicht alle Menschen auch viel haben etc. Ja, aber die Familie ist ja nicht aufgebaut auf Rechte und Pflichten nur, sondern auf Barmherzigkeit. Und deswegen der Vater, der Ehemann, der viel ausgibt, er wird ja belohnt dafür, ja, der mehr ausgibt als er, ja, ist im islamisch gesehen, es würde vielleicht reichen, wenn nur deine Frau, deine zwei Kinder, wenn ihr eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn dein Mann sogar ein Apartment holen würde, eine Einzimmerwohnung, wo man aber, ne, genug Platz hat zum Essen, Trinken, Baden, Schlafen etc. Islamisch gesehen, er hätte seine Pflicht gemacht, ja. Auch wenn die Wohnung klein ist, eine kleine Zwei-Zimmer-, Einzimmer-, Zwei-Zimmer-Wohnung, seine Pflicht wäre getan. Aber wenn er dann eine extra größere Wohnung holt, die teurer ist, damit er es seiner Frau, seinen Kindern gut gehen lässt, er wird belohnt dafür. Ja? Er wird belohnt dafür für diese quasi als Sadaqa. Das ist der Sadaqa, was er macht. Und das ist sogar die beste Sadaqa, die er macht, die er gibt, ausgibt für seine Kinder. Ja, du musst nur ausgeben, essen, trinken, bis sie satt sind. Ja, aber du kannst auch mehr als das ausgeben. Ja, mehr als das. Und genauso auch mit Kleidung, genauso auch mit allen anderen Sachen. Und deswegen, und das ist dann während der Ehe. Aber nach der Scheidung, und das ist das, was uns jetzt angeht hier, oder das, worüber ich reden wollte, was mich verwundert ist, manche sind ja sogar geizig und gierig, wenn sie verheiratet sind. Ja, Allah muss sagen. Geschweige denn, dass diese Leute dann geschieden sind. Ja, Allah muss sagen. Und wallahi, das ist ja nicht beschämend, dass jemand als Muslim seine Frau. Ja, nee, oder sein nicht ausgeben will für seine eigene Ehefrau und für seine eigenen Kinder. Und das, sagen wir mal, man ist geschieden. Ja, man ist geschieden. Wenn man geschieden ist oder wenn man sich scheiden lässt von seiner Ehefrau, dann ist man nefaqa-pflichtig, du bist unterhaltspflichtig in der Iddah-Zeit. In der Iddah-Zeit muss der Mann trotzdem für seine Frau ausgeben. Ja, ausgeben. In der Iddah-Zeit, in der Wartezeit, in der sie ist, bis sie komplett, ja, nee, von ihm los ist und sie einen anderen Mann heiraten kann. In der Zeit muss er auch für sie ausgeben. Nach dieser Zeit muss er für sie nichts ausgeben, aber für seine Kinder muss er ausgeben. Er sind ja seine eigenen Kinder, subhanallah. Ja? Und es ist dann beschämend, dass jemand dann anfängt zu geizen und anfängt, jeden einzelnen Euro zu zählen. Ja? Und das ehrlich gesagt in beide Richtungen. Auch die Mutter soll Barmherzigkeit haben und wenn sie zum Beispiel weiß, sie hat eigentlich genug und sie bekommt jetzt Sorge, sie bekommt jetzt Unterhalt vom Staat und sie bekommt das und das und dies und das. Und dann verlangt sie noch und will dem Ehemann immer einen auswischen und ja, und Rache üben und so. Das ist nicht islamisch, subhanallah, sowas.
Und Allah sagt, und vergisst nicht die Güte, die zwischen euch war. Und vergisst nicht diese ganze Güte, die zwischen euch war. Diese Kinder habt ihr, Allah hat sie dir, du als Mutter, du liebst deine Kinder, Allah hat dir diese Kinder nicht gegeben alleine. Konntest sie nicht allein zur Erde bringen, du bist ja nicht Maryam. Ja? Das ist einfach so. Allah hat sie dir gegeben und diese Gnade und diese Barmherzigkeit und das teuerste Gut, was du, oder das teuerste Geschenk, was du bekommen hast in deinem Leben, was du nicht für Milliarden hergeben würdest, Allah hat es dir gegeben durch diesen Mann. Ja, egal ob du willst oder nicht, ist einfach so. Das ist die Realität. Und deswegen, egal wie die Scheidung war und egal wie schlimm der war, trotzdem hast du diese Kinder mit ihm bekommen. Und deswegen sollte man trotzdem auch bei der Scheidung trotzdem ein Muslim sein und Muslim bleiben. Und versuchen, gerecht zu handeln und man sollte yani, auf jeden Fall nicht versuchen, so auch als Vater der Kinder geizig zu sein dann nur zu rechnen. Ja, sein Taschenrechner funktioniert nur mit, ja, Kindergeld so und so viel Euro und Unterhaltsgeld so und so viel Euro, was du bekommst, und Sozialgeld so und so viel. Ja, okay, das zahlst du alles nicht von deiner Tasche, das zahlt alles der Staat. Aber du hast diese Kinder gezeugt, du bist der Vater. Ja, hast du Rahma? Hast du irgendwas noch? Hast du irgendwelche Gefühle? Bist du überhaupt noch ein Mensch oder bist du ein Tier geworden oder was ist los? Du gibst doch für deine, das sind doch deine eigenen Kinder. Kauf denen und mach denen Geschenke und kauf ein und stell den Tüten, wenn du nicht mit der Mutter reden willst oder egal wie, kauf den ein und stell das vor die Tür, klopf an die Tür und geh weg. Ja, oder überweis das Geld mit PayPal, brauchst gar nicht hinzugehen oder mit Überweisung. Deine eigenen Kinder sind das, Subhanallah. Ja, egal was mit der Ehefrau war damals. Ja, es sind doch deine Kinder, Subhanallah. Wallahi, das ist ein Phänomen, was man sieht und hört. Und ich höre mir leider, nicht leider, ich höre mir aber öfters Eheprobleme an und weiß da, was da hier und dort immer wieder passiert. Allah musta'an, möge Allah uns alle recht leiten und alle vergeben und uns zu Muslimen machen in guten und in schlechten Zeiten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und das ist inshallah einfach das zweite Thema oder etwas um das zweite Thema, was ich behandeln wollte, und zwar das Thema Unterhalt was war noch? Und Sorgerecht, ja, so ungefähr, nur ein bisschen darüber zu reden, ein paar Informationen mit euch auszutauschen. Also normalerweise beantworte ich jetzt nicht Fragen, das habe ich ja schon 10.000 Mal gesagt, aber gut. Aber jetzt gerade habe ich dieses Thema komplett abgeschlossen, wollte jetzt zum letzten und dritten Thema rüberspringen und deswegen beantworte ich dir die Frage, wer Bertom, Moment, ja, Bertom. Ja, in einigen Ländern der Muslime, in einigen Ländern der Muslime, gibt es diese Arten von Fluchen, von Beleidigen der Religion, ja, wo man so sagt, wie der Bruder geschrieben hat, ich verfluche die Religion deiner Eltern, ja, und viele solche Beleidigungen, ja, in vielen verschiedenen Ländern gibt es oft diese Beleidigungen, ich verfluche, Wallahi, und ganz ehrlich, ich habe das auch gehört, ja, gehört von wem? Ein Mann verflucht seine eigenen Kinder und er sagt zu ihm, ich verfluche die Religion deines Vaters, so knallhart. Ja, und also Subhanallah, Allahu musta'an, wirklich so viel Jahl und so viel, yani kann man, diese Stufe ist gar nicht mehr, aber das ist weit und breit, ja, verbreitet, ja, es ist weit verbreitet in unseren Ländern, dass Islam beleidigt wird, als Religion, die Religion beleidigt wird, der Islam beleidigt wird, dass Allah beleidigt wird, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird, dass der Koran beleidigt wird. Das ist eine Sache, die weit verbreitet ist. Und von Land zu Land ist es verschieden. In manchen Ländern gibt es ganz wenig und in anderen Ländern ist es ganz, ganz viel und gang und gäbe. Ja, so wie wenn man im Deutschen, keine Ahnung, was weiß ich will jetzt keine Beleidigung sagen. Ja, aber so Kleinigkeiten, sag ich mal. So eine Sache, die man immer sagt, quasi. Ja, und deswegen, und das ist leider weit verbreitet. Diese Aussagen, liebe Geschwister, jemand, der so eine Aussage ausspricht, der macht Kufr, der ist raus aus dem Islam. Ja, mit der Beleidigung der Religion fliegt man sofort aus dem Anruf. Mit dem Beleidigen des Islams, mit dem Beleidigen Allah subhanahu wa ta'ala, fliegt man sofort raus aus dem Islam. Man ist kein Muslim mehr.
Und jetzt rufen die auf das andere Handy an. Ja, und das ist Unglaube, das ist definitiv Kufr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran darüber in der 9. Surah, Surah Tauba, die Reue. Allah subhanahu sagt: Habt ihr euch etwa lustig gemacht über Allah und seinen Gesandten und seine Zeichen? Wahrlich, ihr habt Kufr gemacht, nachdem ihr Gläubige gewesen seid. Ja, nachdem ihr Muslime wart, habt ihr Kufr begangen. Entschuldigt euch nicht. Entschuldigt euch nicht. Ihr habt Kufr begangen. Ja, ihr raus aus dem Islam. Und deswegen, liebe Schwestern, muss man aufpassen. Bei diesen Sachen muss man aufpassen. Ja, und ich erinnere mich, subhanallah, einmal hat das ein Jugendlicher gemacht. Da war ich in Algerien, in Wahran, wo ich herkomme, gebürtig, in Algerien. Der Nachbar von meiner Oma hat das gemacht. Und das in meiner Anwesenheit. Ja, quasi, er war neben mir. Ich war einfach vor der Haustür und ich hörte ihn dann einfach, der hat einfach Allah beleidigt. Allah oder Allahs Religion. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ja, und dann habe ich gesagt, boah, was mache ich jetzt? Und das war so ein Typ, subhanallah, das war so ein, ich weiß nicht, so ein Mafiosi, würde ich sagen. Mafiosi oder so ein Scherrer, sagt man auf Algerisch, ja, ein Scherrer. Ein böser Mensch. Ja, ein Mensch, der einfach Probleme macht. Alle haben Angst vor dem, alle haben, wollen mit ihm nichts zu tun haben. Einfach ein Assi, ein asozialer Typ. Und dann habe ich das gehört. Dann habe ich gesagt, subhanallah, ja, hab ich halt, ja, wurde ich halt damit geprüft. Dann bin ich zu ihm hingegangen. Dann habe ich ihm gesagt, ich wusste, der betet auch nicht und so. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal, du hast gerade Allah beleidigt. Und du weißt ja, wie das ist, wenn man normalerweise, wenn jemand seine Mutter beleidigt oder so, dann kann das ja, so wie bei dir, wenn einer deine Mutter beleidigen würde, wahrscheinlich würdest du ihn töten oder irgendwas würdest du Schlimmes machen. Und bei mir ist das jetzt so, du hast jetzt neben mir Allah beleidigt und ich kann das so nicht hinnehmen. Ja? Ich kann das so nicht hinnehmen und deswegen, ich überlege gerade, ich bin gerade in der Überlegungszeit, was ich mit dir machen werde. Und da habe ich immer, guck mal, wir haben jetzt Mittagszeit, ja, und dort in dem Ort, wo wir leben, wo meine Oma lebt, ist eine Moschee, nicht weit weg, 200, 300 Meter weiter weg. Da habe ich gesagt, guck mal, zum Asr-Gebet, zum nächsten Gebet werde ich in der Moschee sein. Ja. Wenn du da sein wirst, ich rate dir, ich sag dir, was ich rate. Ich rate dir, du gehst rein, du machst eine Dusche, du machst Shahada, du bist ein Muslim, ja, weil du bist auf jeden Fall, wenn du nicht vorher kann, wenn du vorher nicht Muslim warst, Allahu alam, aber definitiv bist du mit dem Beleidigen Allahs aus dem Islam rausgeflogen. Ich rate dir, du gehst rein, du machst eine Dusche, du machst Tauba, du bittest Allah um Vergebung, du machst Shahada, dann wirst du Muslim. Und beim nächsten Gebet sehe ich dich in der Moschee. Ja, du brauchst mit mir zu reden, gar nichts. Hauptsache, ich sehe dich, du bist da und du hast gebetet. Wenn das so ist, dann ist alles in Ordnung. Wenn es nicht so ist, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was passieren wird, aber ich werde irgendwas Schlimmes machen. Und ich weiß nicht was, aber wahrscheinlich werde ich ja für den Knast kommen. Ich weiß nicht wie lange, kann auch sein, dass ich sehr, sehr lange im Knast sitzen werde. Aber ist nicht schlimm, ich will sowieso, ich habe den Koran noch nicht fertig, noch nicht komplett auswendig gelernt. Dann hätte ich wenigstens Zeit, weil so, ich bin immer busy. Aber wenn ich im Knast sitze, dann habe ich wenigstens die Zeit dafür und deswegen würde mich das auch nicht großartig stören und so. Und ich habe ihm das einfach so gesagt. Und auf jeden Fall, ja. So nach dem Motto, ich bin auch Psychopath. Weil ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas machen. Ich habe mir gedacht, du hast, wenn jemand deine Mutter beleidigt, dann würdest du vielleicht durchdrehen, du würdest ihn nicht kaputt schlagen oder töten oder sonst irgendwas. Für mich ist es ja sehr genauso. Aber Allah ist ja noch über meiner Mutter und deswegen, ich muss irgendwas machen. Ich kann das, wenn ich das so einfach hinnehme, das heißt, ich liebe meinen Schöpfer nicht und ich bin, ja, ich habe gedacht, deswegen, ich gebe dir einfach den Ratschlag, mach das lieber und dann ist alles in Ordnung, inshallah ist alles okay. Wenn du es nicht machst, dann du wirst sehen, was passiert. Ich weiß selber noch nicht, was passiert, aber irgendwas wird passieren. Ja, definitiv war das dann auf jeden Fall für ihn, glaube ich, eine Ecke zu brutal oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Und Alhamdulillah, Allah hat ihn einfach vielleicht dann in dem Augenblick recht geleitet und Alhamdulillah, ich habe ihn beim nächsten Gebet in der Moschee gesehen. Und die Leute haben mich, die haben mir einfach gesagt, wie hast du bitte diesen Typen da, die ganze Welt hat mit ihm geredet und der Imam hat mit ihm geredet und sonst irgendwas. Er ist aber nie zur Besinnung gekommen quasi. Ja, aber manchmal brauchen diese Leute vielleicht einfach eine andere Art von Worten. Auf jeden Fall, Alhamdulillah, habe ich ihn in der Moschee gesehen, der hat gebetet und ich hoffe, der hat es ernst genommen in seiner Tauba. Ala kulli hal. Das war jetzt nur, was mir so eingefallen ist. Okay, ich will gar nicht über dieses Thema jetzt großartig sprechen, inshallah. Ich habe nur die Frage beantwortet von dem Bruder. Ich mache inshallah jetzt weiter.
Nee, Alhamdulillah, brauchte man keine Schlägerei. Ich komme jetzt zu dem dritten Thema. Dritte Thema, oder? Hat man das dritte Thema schon? Aber ich muss ganz kurz jetzt hier auf Instagram sehe ich gerade, dass die zweite Stunde schon voll ist. Das heißt, ich muss jetzt wieder rausgehen und wieder live gehen. Ganz kurz, okay? Genau, ich wollte über das dritte Thema sprechen und darüber.